Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von SCS Software. Was? Welcome back zu irgendeiner Anstalt. So. So. Wunderschön, diese Grafikfehler. Muss ich mal gucken, wie eigentlich man, weil hier sind so ganz feine Pixelstrukturen, also quasi jeder Pixel hat eine eigene Farbe, wie gut man sowas überhaupt auf YouTube erkennen kann. Aber sieht schon sehr interessant aus. Ja. Sehr geil. So. Fertig zum Losfahren. Ja, genau, 1080 Kilometer. Das ist also schon eine ganze Strecke, die wir da vor uns haben. Aber wir haben ja Zeit. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? Wie viel denn das? Wow, gerade mal 11 Tonnen ist ja gar nichts. Wow. Aber wie viel Zeit haben wir? Wir haben... Oh, wir können nur einmal pennen gehen. Zum Glück sind wir jetzt gerade ausgeschlafen. Okay. Ja. Wir haben 4 Stunden Reserve plus einmal pennen. Das ist nicht viel. Jetzt mal wird der Typ weggerammt. Hier kommt Ronny. Oh, wie viel hab ich nicht weggetrunken, hä? Du kleiner Piss, Alter. Ich hab deine Mutter gebumst. So, okay. Ja, ich muss nur wieder ein bisschen Alpha rauslassen hier. Bei den ganzen Alpha-Winden. Okay. So, wieder 5000 eingenommen, yeah. Hoffentlich können wir bald den nächsten 100.000er Kredit zurückzahlen. Ja, wobei, bis 12 Uhr wird wahrscheinlich nix. Außer wir haben jemanden, der sowieso gerade... Ah, die waren jetzt, wo kann man wirklich, Da müssen wir erstmal auf Mitarbeiter gehen, Fahrermanager und jetzt Kartenansicht. Da sehen wir mal relativ gut, ob einer... Konnte man nicht sehen, wie weit sie auf der aktuellen Strecke sind? Wähle rechts am Fahrer, um seine Details anzuzeigen. Achso, muss ich jetzt den einzeln. Nee. Hä? Ach ja, doch. Okay, ich muss den einzeln anklicken. Ja, super. Gut, die ist noch weit entfernt. Er ist noch weit entfernt. Er ist relativ nass, aber bloß ein kurzer Auftrag. Wird also auch nicht so viel sein. Ja, nee. Ich glaube, da kommt bis 12 Uhr nichts. Oh, wow. Okay. Das sieht gut aus. Ich glaube mal, Veronika kann uns echt den Arsch retten. Die ist fast da. Bis 12 Uhr? Sieht gut aus. Außerdem muss ich jetzt genau 5 Kilometer davor erstmal pennen gehen. Dann wird's traurig. Aber das sieht gut aus. Das heißt, ach so, die Grünen sind also auch Fahrer. Was ist der Unterschied zwischen Grün und Blau? Ich verstehe diese Farbkopie hier nicht. Was ist hier los? Gibt's hier mal irgendwie Fahrer im Leerlauf? Fahrer ist unter. Ach so, das heißt, die Blauen können wir gar. Ach, okay.
Fahrer ist auf der Rückkehr. Na, please don't. Weil die auf Rückkehr sind, heißt, die haben keinen Auftrag. Die fahren also blind. Gut, haben wir auch keinen, okay. Gut, das heißt, wir müssen die Grünen gucken. Das heißt, er hier zum Beispiel ist bald, wobei das nur relativ kurzen Auftrag. Ah ne, die ist gerade erst losgefahren. Oder ist gerade am Losfahren, I don't know. Ach doch, aber hier, ja eben, für Veronika ist ja unterwegs, die ist ja grün. Ja, easy. Sehr geil. Steht hier auch irgendwo, wann die das nächste Mal pennen muss? In meinem Bett? Okay, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Ne, ich hätte hier nichts, wann die das nächste Mal pennen muss. Okay, ist gut jetzt. Ne, irgendwie sehen nur, wann der Auftrag endet. Keine Ahnung, ob da Schlafphasen mit bei sind oder nicht. I don't know. Werden wir ja sehen. Auf jeden Fall ist 4 Stunden ist 8 Uhr. Das heißt, im Idealfall ist sie also vor 12 Uhr zurück. Und damit können wir denn direkt vor 12 Uhr vor der Ratenzahlungsfälligkeit tatsächlich den nächsten schon zurückzahlen. Geil. Wobei Veronika ist noch gar nicht so hoch im Level, oder? Also ich weiß nicht, ob wir von ihr mehr als 60.000 bekommen. Ich meine, sie ist schon eine unserer Top-FahrerInnen. Keine Frage, aber... Achso, ja, hier. Veronika, genau. Die hat bisher nur Fernfahrer. Das heißt, die ganzen Sachen sind alle noch relativ niedrig. Und damit ist die Frage, ob sie überhaupt... Also wie viel sie auch bekommt. Das steht hier leider auch gar nicht. Sehe ich gerade. Na. Hier steht nur, dass sie von der Ukraine nach Bastia fährt. Oder irgendeinem Land, wo kyrillische Zeichen verwendet werden. Wo ist denn das da oben? Ich kenne mich gar nicht aus. Ist das hier Russland? Ist das da Weißrussland? Nee, eben. Ukraine ist ja hier. Wo ist das da oben? Ich habe keine Ahnung. Geografie ist halt nicht meins so. Ja, auf jeden Fall irgendwo halt von da nach da. Aber man sieht leider nirgendwo, wie viel sie in dieser aktuellen Mission bekommt. Also die wirklich wichtigen Sachen so, ne? Naja, lass uns überraschen. Achso, wenn ihr euch fragt, warum ihr so viele Spam-Mails bekommt. Ich habe euch alle ins CC gesetzt. Entschuldigung. So, langsam ist da recht hier schön Licht wieder überall. Da Sonne! Halt, ich wollte eigentlich die Q-Taste drücken. Wie sieht man da nicht im Rückspiegel? Na, so ein bisschen. Na, wo ist die Sonne? Die Sonne müsste doch. Ich bin verwirrt. Ist Sonne da? Nee. Achso. Hä? Ja, okay. Ja. Gut. Die Sonne ist noch hinter dem Berg. Das heißt, eigentlich dürften hier unten auf der Fahrbahn gar keine Schatten sein. Aber so weit reicht ja leider die Schattenberechnung nicht. Das heißt, auf der Fahrbahn waren bereits Schatten von den Bäumen zu sehen. Obwohl die Sonne noch hinter dem Berg war. Ja. Naja. Irgendwann gibt es in dem Spiel auch Raytracing. Dann explodiert meine Grafikkarte. Und dann haben wir aber überall richtig berechnete Schatten. Oder. Vielleicht. In der 1.48. Gibt es dann auch eine Option, wo man einstellen kann, wie weit die Schattenberechnung sein soll. Kann man ja einstellen, bis wohin die Schatten berechnet werden sollen, normalerweise. Ich meine, hey, vielleicht kann man sowas hier auch direkt in der Config, ne? Man kann ja auf die
die Konfigurationen zugreifen oder relativ viel einstellen. Vielleicht kann man dazu sogar Schatten einstellen, wie weit die Schatten berechnet werden sollen. Vielleicht kann man dazu sogar LOD einstellen. I don't know. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Weil ich halt ungern direkt in den Configs rumspiele. Weil man da dann auch sehr schnell Sachen einstellen könnte, die offiziell nicht empfohlen werden und dann von, wenn man auf eine andere Version springt, auf einmal irgendwelche Fehler hervorrufen oder Ungereimtheiten reimen. Sieht das Spiel aus wie so ein Swag-Rhyme, Motherfucker. Was? Swag-Rhyme, Massaker. So. Oh, hab grad vergessen zu blinken. Ah, ich wollte wieder die Brücke. So. Sehr geil. Ach schon, der Wind auf der Brücke, gell? Da fliegen wir fast runter. Kann man es hier eigentlich so schön? Warte mal kurz. Fotostudio. Jetzt mit der Sonne im Hintergrund. Wie weit kann ich? Oh, ich kann dran vorbei. Sehr geil. Jawoll. Ja. Okay. Ja, doch, kann man. Kriegt man. Ich müsste noch. Na, okay, so. Nee. Das ist schade. Weil die LKW ist jetzt natürlich genau hinter so einer Strebe. Aber sag lieber so. Und einmal mit Sonne, wo die Strebe dran vorbei ist. Ja, ist doch geil. Woo. Fragt mich nicht, wie ich hingekommen bin. I'm like Jesus. So, und noch einmal wie reale Menschen. Schön vom Zaun aus. Am besten von suizidgefährdeten Menschen, die direkt mal springen wollen. Yeah. Oh, das ist aber geil. Oh, Alter, die Perspektive ist aber richtig cool. Ich bin ein bisschen tief, glaube. Ja, so ist besser. Oh ja, die Perspektive ist geil. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Können wir noch ein bisschen mit dem Licht spielen? Mal gucken. Ein bisschen lieber ein bisschen heller. Nee. So, dass die Sonne noch nicht so ganz aufgegangen ist. Ja, so ist gut, ist gut. Aber so war es ja auch davor, ne? Ja. So, jetzt einmal wie normale Menschen. Ne, hier sieht man kaum was. Ja, ein bisschen hoch. So groß ist kein normaler Mensch. Runter hier. Ungefähr so. Und einmal von der Straßenseite aus. Oh, da kommt ein Auto. Oh, vorsichtig sein hier. Wir wollen hier nicht weggesnackt werden. Ein bisschen weiter weg. Ja. Ja. Und hey, vielleicht kann man sich sogar in der Version 1.48
die Bilder mal im Vollbildmodus angucken. Wo sind die Bilder jetzt überhaupt? Fotomodus, Bild. Nee, Spotlight, Galerie. Ja, mal hier ein paar Bilder im Vollbildmodus angucken. Trophäen, sobald du warst, löschen. Ach man, ich wünschte, man könnte sich den Vollbildmodus angucken. Hm. Achso, denkt jetzt alles. Ja gut, okay. Weil überall die Brücke im Hintergrund ist, hat jetzt überall die Dinger hingemacht. Lol. Na gut. Auch nicht weiter schlimm. Ja, leider kein Vollbildmodus möglich. Was sehr schade ist. Na, was soll's. So. Wir fahren ein bisschen zu schnell. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, was natürlich auch geil wäre, wenn man hier schon anfängt, so an den Schatten rumzuspielen, ne, mit ein bisschen mehr, ne, dass man halt die Schatten länger berechnet werden, dass man dann auch endlich mal überarbeitet, dass doch man im Tunnel Schatten hat, ne? Weil die Tunnelanlagen, die sind immer viel zu hell. So. Das ist halt, da scheint halt die Sonne in den Tunnel rein, so. Das macht halt gar keinen Sinn. Ich meine, dass jeder Schatten so hell ist, ne? Völlig klar, weil er wirft zwar Schatten, das heißt, da kommt zwar von gerade durchweg keine Sonne hin, klarer Fall, aber du hast halt sonst genug Umgebungshelligkeit, die auch dahin strahlt, weswegen auch beim Schatten Licht ist. Aber im Tunnel, wenn da kein Licht leuchtet, ist halt dunkel. So, aber im Tunnel ist auch überall da Licht, wo eigentlich kein Licht leuchtet, wo also eigentlich dunkel sein müsste. Weißt du, was ich meine? Nee? Nee, hier zum Beispiel. So. Hier im Tunnel ist halt nichts an Licht. Aber hier, da hinten ist es genauso hell wie hier vorne. So, how is that even possible? Na? How is it possible? Ich meine, dass da hinten richtig hell ist, ist klar. Ne? Soweit wird einfach der Schatten nicht berechnet. Dass da hinten richtig hell ist, ist kein Wunder. Ist halt so. Das könnte man damit fixen, dass man halt die Länge, in die der Schatten berechnet wird, oder die Weite, in der Schatten berechnet wird, verlängert. Aber auch allgemein, dass selbst hier vorne so hell ist. Hier vorne kann es gar nicht so hell sein. So. Das ist halt. That's not possible.
warum fährst du so langsam, Junge? Ich mache mal etwas Dummes. Oh, lieber nicht. Ist nämlich dumm. Ich wollte gerade überholen, aber bei den ganzen Kurven, die hier vor uns kommen, wäre das halt echt dumm. Digga, diese Berge, ey. Holy moly. Ah, das war ja schön heftig. Richtige Spaghetti-Straßen hier, Alter. Wie soll ich das in der vergangenen Zeit schaffen, wenn er vor mir so langsam fährt? Leute, was ist los mit euch? Aussichtspunkt! Oh, nehmen wir den? Ja klar, nehmen wir den, ist gerade hell. Let's fucking go! So, ist auf der Seite oder auf der anderen Seite? Der ist... da hinten irgendwo. Weg mit dir, rotes Auto. Ah, sehr geil. Wenn wir mit dem LKW runterfahren. Das war schon? Das war eine kurze. Kamerafahrt. Oh, vorne fremden frei, sehr gut. Yeah, 37 nur. Verdammt! Schade, schade, schade. Das ist natürlich schade. Dann reicht also doch noch nicht für die nächsten Ablösung. Dings.
Sehr schade. Demnächst rechts abbiegen. Warum quillt mein Maus eigentlich gerade so? Bist du verdreckt? Nee, bist du nicht. Das ist natürlich uneben. Nee, alles gut. Natürlich muss ich auch abbiegen. Was ein Opfer. Oh, das kommt ein Auto. Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, wie kann ein Auto spawnen, aber da stand er bereits. Jetzt war ich aber ein bisschen schnell. 100 km/h? Ja, moin. Geht wohl ein bisschen heftig bergab, gell? Schade, nur 8000. Ach nee, schaffen wir nicht mehr. Keine Chance. Kein bisschen. Nope. Nö. Wobei, wie viel haben wir eigentlich? Ja, nee, schaffen wir nicht. Brauchen 10.000. Nee. Nope. Einfach nope. So.
Na dann. Ich kann auch nicht mehr warten, diese Folge zu beenden. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.